So, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von A Story About My Uncle. Und wir sind jetzt hier in einem kleinen, na, Dorf kann man nicht sagen. Bei den Strays sind wir gelandet. Da gucken wir mal, was für verrückte Scheiße hier passiert. Und ob wir Fred irgendwann noch finden. Ja, die sieht ja gruselig aus. Wow, die haut aber auch mit voller Kraft zu. Das kann noch Jahrhunderte dauern. So. Meine Kollegin wollte gerade runter, da ist sie. Ja. Hi guys, I'm Maddie from the village. And this is my friend. He's looking for Fred. Amazing. I've never seen anyone from inside the caves before. My name is Arvin. This is Ingo. And that's Tommy. Welcome to Starhaven, lads. So, what's it like in the village? Village is okay, but not like this place. Uh-huh. We don't have machines and crystals. We're forbidden from using them. Truly. The crystals are our main source of power. The life in the village must be primitive. Or should I say, simple. Yeah, well, it's not so bad. I've actually made some secret experiments on crystals myself, like this lamp. You made that? Awesome. I couldn't do that even if someone told me how. And with no prior knowledge of how to use them, you are a gifted young lady. I believe we shall find many things to talk about. Actually, I don't know if I can stay that long. Me and my friend are looking for Fred. Have you seen him? Sure. The old man passed through here a few days ago. We taught him how to harness crystal energy. He was headed down to the core of the mountains. You'd have to pass through the ice cave to get there, though, so I ain't following. There is a stairway headed for the ice cave. It docks the ice cave. Just follow the path towards the mountain, and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks. Bye, you guys. Ha ha ha, towards the mountain. This fucking mountain? Ah, hier ist ein Zeppelin. Das sieht dann nur so aus, als ob. Die rennt hier schon wieder weg. Na, sag mal. Kannst du nicht einfach wegrennen? Ich will mich doch hier noch umsehen. Ne, will ich eigentlich nicht. Hey. Ja, ich bin schon da. Hey! Ach so, die will wieder auf. Sitzen. So nice. They didn't think we were strange at all, though we came all the way from the village. They were helpful and they were impressed by something I had done. I wish more people in the village were like that. Hui. Tja, wo bleibt er denn, der Zeppelin? Oder muss ich hier... Ach ja, natürlich. Da! Ah! Ja, das verbuchen wir mal als Bullshit. Aber das sind wir wieder. So. Schwapp! Das war zu viel. Der große Anlauf wäre wohl nicht nötig gewesen. Reicht das, wenn ich da normal... Nö, das geht auch nicht. Na. Also gut, Freunde der Sonne, alles war korrekt. Das war nicht korrekt. Herrgott, nochmal, Konzentration. Es gibt's ja nicht, dass ich jetzt noch nicht mal mehr schaffe, hier rüber zu hüpfen, ne? Jawohl. Boing, diesmal klappt's. Die Raketenstiefel, brauche ich die da schon wieder? Wäre ja der Wahnsinn. Ich hätte sie noch zünden können. Na gut. Also, ich muss mir erstmal wieder kurz eingewöhnen. So. Und schon wieder drüber hinaus. Das geht ja schon wieder gut los. Ich fasse es nicht. Ich mache, glaube ich, alles falsch. Ah, da oben wäre ja ein Stein zum... zu spät gesehen. Nee, den bin ich jetzt nicht her. Ich springe lieber nochmal runter. Guckt euch die schöne Landschaft an. Haha! Ich bin tot. So, dann machen wir es halt doch mit dem Scheißstein. Ja, geht doch leichter. Gut, das habe ich gerade nochmal gerettet. Meine Unfähigkeit, dieses Spiel hier zu steuern. Okay!
Schon besser. So, und wohin jetzt? Jowe, jowe, jowe. Towards the mountain. Also ich schätze mal, ich muss hier irgendwie darüber. Sprich, ich schwinge von hier zu... Sehe ich noch nicht. Aber ich kann mich auch hier erstmal lang schwingen. Ich glaube, wenn ich mit Anlauf da hingehe, dann spare ich mir vielleicht was. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Faszinös, faszinös. Naja, gibt wohl mehrere Wege. Schauen wir mal. Scheiß die Wand an. Und das hat gerade noch mal geklappt, würde ich sagen. Nicht sehr glamourös, aber immerhin. Kommen vorwärts. So. Gut. Gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Und dahin. Hervorstechend. Er klöppelt hier schon wieder rum. Ach, eine Frau mit üblem Ausschlag. Na gut. Dann. Na, machen wir hier mal weiter. Und dann würde ich sagen, probieren wir wieder was total dämliches. Ja, das... Das war blöd. Ich hatte es eigentlich fast geschafft. Okay. Hat mich direkt hier gespeichert. Maddie ist wohl ruhig. Aha, ich sehe hier hinten Zeppelin-Dinges, Dongs-Dinge. Da ist sicher wieder irgendwo so ein Symbol drauf. Könnt auch mit Schwung. Ne, da ist keins drauf. Das ist eine Unverschämtheit. Oh mein Gott. Das ist ja eine blöde Sache. Dil-dil-dil-dil-dil-dil. Mal kurz nochmal hier ein bisschen gucken. Bin noch so nicht wirklich orientiert. Kauderwisch. Okay. Aber da klöppelt auch wieder jemand rum. Tja. Muss ich mich da einfach draufstellen? Nein, das war jetzt sehr, sehr blöd. Wie soll das denn hier hinhauen? Vielleicht muss ich da hier landen. Da hinten ist auf jeden Fall so ein scheiß Zeppelin. Also mal aufladen, Gas geben. Ich bin nicht gesprungen. Das war Kacke. Das war ganz große Kacke. Jetzt hat es gerade geklappt, oder? War da gerade eine Anzeige? Also, wir nehmen mal Anlauf. Ah, jetzt geht's ja doch. Verrückt. Ah, jetzt habe ich allerdings den schon verbraten, was natürlich total blöd ist. Ich verstehe nur eins nicht. Wieso ich da auf den Millimeter ran muss. Und ansonsten geht es immer über 500 Meter oder so. Und hier eben nicht. Ja, scheiß die Wand an. Hier geht's gar nicht. Das ist ja toll. Ja, da. Ein sehr faires Spiel. Und wie soll ich zur Hölle dahinter kommen? Das habe ich mir auch noch nicht wirklich geblickt. Vielleicht schaffe ich es ja durch magische Art und Weise, wer weiß. So.
Gut. Nummer 1, eine leichte Sache. Ich muss jetzt zünden. Hier. Es geht auch immer nur an der... Es geht gar nicht. Das kann ja nicht der Weg sein. Hui, das stellt mich schon mal vor Rätsel, das Ganze hier. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, darüber zu kommen. Nur so eine Vermutung meinerseits. Ja, also das ist doch ein Witz. Also diese Logik möchte ich manchmal auch verstehen, ey. Jetzt bin ich doch wirklich kacke nah dran. Oh. Ich schieß mich auf, ich häng mich tot. Oh, jetzt hat er zwei verbraten. Das ist ja wieder ganz großes Tennis. Also ist es schon fast unmöglich. Es ist unmöglich, dass ich das nächste erreiche. Hier, jetzt bin ich doch nur wirklich nah dran. Also ganz nah. So. Toll, jetzt habe ich keine Energie mehr, um hier irgendwas zu reißen. Ja, super. Toll. Ja gut, also es geht schon. Man muss es nur ein bisschen üben. Das ist mir doch zu. Das ist doch nicht wahr. Muss ich es noch besser timen, dass ich ganz genau dran bin? Hochexakt timen. Ja, ja. Weiß nicht wie. Da war's gerade. Oh. Heiliges Kanonenfutter. Das ist es nicht. Das geht auch nicht. Und ich bin wieder tot. So, ich mache wieder was fundamental falsch. Aber es kann nicht sein, dass ich da schon den Raketenantrieb verbrate. Vielleicht hier. Komm. Das geht nicht. Das ist ja schon wieder sehr motivierend. Ja, das war gut. Boah, jetzt bloß keine Scheiße bauen. Komm. Da war's. Da. Oh, nein. Ja, gut. Ruhig bleiben. Komm. Der untere. Es ist doch nicht zu fassen. Glaub's mal aber nicht, ey. Jetzt machen wir mal Folgendes. So. Vielleicht ist das ja eine bessere Pose, aber nicht viel zu weit weg. Das klappt mal gar nicht von hier. Ja, das war gut. Das war gut. Wir sind ein bisschen seitlicher ran an die Scheiße. Das gibt's ja wohl nicht. Ich mach das beim zweiten immer verkehrt. Ja! Na, langsam werde ich besser. Langsam aber sicher.
muss hier einfach auch warten. Warten ist ja immer das Geheimnis. Ja! So, jetzt habe ich noch eine Möglichkeit, mich festzuhalten. Ich bin völlig orientiert. Oh ne, hier ist es. Gut. Gut. Ah! Boah, leck mich am Arsch. Und Punktlandung. Gott sei Dank. Quickly, okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt doch noch so einigermaßen schnell hinhaut. Bin einfach zu hektisch. Man muss mal ein bisschen Zeit lassen. Okay, schöne Sache. Wir sind also weitergekommen. Da sitzt wer blöd rum. Ich denke mal, ich gehe mal da lang. Uiuiuiui, hups. Ja. Good day. Here's a boat ride. So I'd take the other one if I were you. That one goes back to the outpost. Aha. The other one. Wait a minute. I was thinking. I don't know if I should go with you. I mean, I want to, but I also want to, well, stay here. Maybe but I just feel like these people liked me and accepted me for who I am. Kind of like you. I want to be with you too and help you find Fred. I don't know what I want the most. I told Madeline that I would accept whatever choice she made. I just never thought about it until now that maybe... Maybe it wasn't Fred I was looking for when I came with you. Maybe I was just looking for a way out. Somewhere to be free. Oh. And I know that if anyone can find Fred, it's you. If you meet him, when you meet him, tell him to come see me, okay? Oh, sicher das Mädchen. I'm glad I met you. And ist die so viele blaue Farbstifte? Ja. Goodbye. Schöne Sache. Oh. This was the last time I'd see her. But even in this sad moment, I was happy for her. She had found a place where she belonged. Schön, schön. Die haut ja doch nicht ab. Bye bye. In the air that reminded me of the hot summer nights back home. But as the sun was setting, I could feel the chill creeping up on me. And the path we were traveling on seemed winkt die noch? Into a second ice age. Winter. Oh, man sieht's nicht mehr. Huiuiuiui. Oh, so, Freunde der Sonne. Ich weiß, die Episode ist etwas kurz, aber ich muss mal dringend aufs Häuschen und deswegen sehen wir uns in der nächsten. Also bis dahin verbleibe ich weiterhin als euer Pinback. Ciao, ciao.